Es kann weitergehen mit Last Battle Transformers 2. Ich bin es, Adam Smurfix. Wir sind Bumblebee und hüpfen hier gerade auf die den Gebäude hier rum, versuchen alle Decepticons auszuschalten und wechseln die ganze Zeit in die falsche... Boah, jetzt versuchen die Gegner mich hier schon wieder auszudrücken. Klettern auch, klettern runter. Ja, Leute, wir versuchen gerade dieses Gebäude zu beschützen, denn in diesem Gebäude ist Sam drin. Und ja, von dem... sollten wir uns hier nicht trennen, denn wir wissen ja immer noch, Mark ist davon, dass er gar nicht mal so ein schlechter Kerl ist, dass der liebe nette Megatron ja immer noch was von ihm will. Und wenn Megatron ihn in die Finger bekommt, dann denke ich mal, sieht schlecht hier aus. Und jetzt ist schon wieder einer von meinen Freunden hier da. Ich jetzt einfach ganz... wo meine Fähigkeit natürlich nicht klappt. So, komm. Gelingt ja. Okay, und man hat es irgendwann mal geklappt. So, das ist gar nicht mehr so leicht, weil dieser Abschnitt gerade viel zu riesig ist. Die Gegner kommen von allen Seiten. Ah, es kann sein, dass man noch sterben. Ich will nicht sterben. Weg! So, wo sind die anderen? Ich sehe sie schon wieder nicht. Boah, Leute. Es reicht doch mal. Das ist doch dumm einfach. Die Gegner kommen immer, ploppen immer von allen Seiten her. Ich sehe sie halt nicht mal, weil die irgendwie so schräg immer markiert werden. Ah. Der backt ein wenig drum. Der ist irgendwo auf der komplett anderen Seite. Er verwandelt sich schon wieder so schräg. So, jetzt kommen erstmal nicht alle aus. Oh, es ist schlimm, Mann. Es ist echt schlimm, diese Mission gerade. So, dank unserem Overdrive-Modus haben wir jetzt aber doch glücklicherweise viele Gegner ausschalten können. Aber es ist jetzt schon nicht so viel Leben. Es sie hören doch nicht mal auf zu spawnen. Oh, ey, sonst kamen immer so 4 Gegner und jetzt kommen einfach mehr 100 Bajillionen. Bazillionen Gegner von allen Seiten, ohne dass ich überhaupt weiß, woher sie kommen, weil... Ach, schlechtes Level, Leute. Echt ein schlechtes Level. Ach, und jetzt mal sie schon wieder meine Lieblingsstrategie abhauen. So, meine Schockwelle ist natürlich uneffektiv wie eh und je, weil sie halt wirklich eine Distanz von 3 Metern hat. Ich sterbe jetzt sogar auch noch. Das wäre ja hammergeil, weil ich diese dummen Raketenschützer nicht erwische. So, komm... ist er denn? Komm, geht doch einfach alle auf mich. Ist mir wurscht, dass ich wenig Leben habe. Geht trotzdem auf mich. Auch wenn sie mein Leben aus irgendeinem Grund nicht auflädt, was ich nicht weiß, warum. Das ist auch ganz geil. Hey, Raketenbahn. Was? Jetzt verwandel dich doch nicht schon wieder. Oh, Bumblebee, ich hasse dich so sehr. So. Warte doch mal. 5 Sekunden und jetzt lädt dein dummes Leben aus. Oh, das ist so grausam, Mann. Ich weiß gar nicht, wie die Raketen... Ey, meine Raketen. Schau dich mal an, wie geil meine Raketen fliegen. Fliegen immer direkt in eine Richtung. Egal, was passiert. So. Was jetzt? Oh. Bist du nett? Bist du böse? Meine alten Flügel sind nicht für Interkontinentalflüge geeignet. Wir nehmen daher eine transdimensionale Raumbrücke. Echt? Eine Raumbrücke? Wäre eine Premiere. Sonst nehme ich immer den Bus. Wissen wir das? Wieso Ägypten? Sei kein Dummkopf, Tim. Die Spitze des Dolchs, die Sonnenernte, die Dinge, die du beschreibst, sind alle in Ägypten. Jetzt rein da. Also der folgt den Leuten ganz schön leicht. So, 8 Minuten 18, Bronze haben wir bekommen. Insgesamt 2 Kampagnenpunkte nur und irgendwas, ach, lesen wir jetzt nicht durch, es war schlechte mit. Egal, zumindestens hier... wer war das? Der ältere Decepticon, der dann ein Autobot werden wollte aus dem Film, hat ihn hier in das Tor reingeführt und Bumblebee hat einfach zurückgelassen. Merkwürdig. Aber egal, Leute, was hier dann so als nächstes kommen wird, denke ich, werden wir gleich erfahren, denn wir machen direkt weiter mit der nächsten Mission. Unsere Mission ist abgeschlossen. Der Junge ist in Sicherheit. Vor den Decepticons sowieso. Hoffen wir nur, dass diese Raumbrücke hält. Jetfire ist nicht mehr der Jüngste. Jetfire ist alt, aber weise. Wenn irgendjemand die Pläne der Decepticons aufdecken kann, dann er. Ich weiß, dass wir diesen Krieg nicht begonnen haben. Das waren die Decepticons. Wir müssen aber klüger kämpfen. Wir verursachen viel zu große Kollateralschäden. Sam hat die USA verlassen. Unsere Gegner jedoch nicht. Wir werden bleiben und sie zerstören.
Okay, dann Opti, machen wir das. Lassen wir den Sam irgendwo in Ägypten rumtollen und wir bleiben einfach mal hier. So, Waffenüberhitzung erstmal hier kaufen, ja. So, 40.000 Punkte. Dann können wir uns direkt hier die Waffenkühlung noch kaufen. Sehr schön. Passt. Okay, lassen wir erstmal dabei, danach schauen wir mal, wo, auf was wir gehen. Erstmal schauen wir uns jetzt wieder die Mission an. Stadtzentrum, dann nochmal eine Mission. Ach, ich würde jetzt auch gerne nach Ägypten sein. Sonne, Wind und Sand. Sand. Ganz viel Sand. Hätte ich sehr gerne. Aber wir nehmen eine Missionchen. So, nee. Hey, wo haben wir sie denn hier? Finde ich keine Mission hier. Gibt's nicht für Opti zu tun. Ach nee, warte mal. Ich muss ja anders schauen. Schauen wir mal was auf Overdrive. Ich muss ja auf das zweite schauen hier. Hier, eine von zwei Missionen. Und die ist freigeschaltet. Sehr. Oder, nee, wartet. Hä? Doch, hier. Rückkehr zur Raffinerie. Die Kommunikationskanal. Nee. Die Kommunikationsanlage. Der Raffinerie ist beschädigt. Zerstöre die Decepticons und beginne die Reparatur. Machen wir. Schauen wir mal kurz nochmal, ob es noch andere Missionen gibt. Hier mal auch eine. Die haben wir auch noch nicht gemacht. Kampf im Kanal. Okay. Hier. Dann hier haben wir auch eine Mission noch. So, ich frage mich, ob wir die gerade beide machen müssen. Oh nein, das sind noch so viele Missionen. So viele Missionen gibt es noch. Ist ja schlimm. Müssen wir die echt alle machen? Das dauert ja ewig. Nee, warte mal. Okay, diese Flaggendinger müssen wir gar nicht machen, glaube ich. Ich glaube, wir müssen nur die da, wo halt wirklich Missionen sind, machen. So, dann schauen wir nochmal kurz. Nee. Baustelle hier. Hier, das zweite auch, was haben keinen Kontakt mit dem Nest. Müssen wir die jetzt echt alle machen, diese Missionen? Weil das sind ja noch voll viele. Ich glaube gerade nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß aber echt nicht, was ich hier machen soll. So, Shanghai, das ist ganz woanders. Die wollten ja in den USA bleiben. Tja, was machen wir denn? Ach, es wäre so geil, wenn man einfach wissen würde, wo man, welche Mission man als nächstes machen muss. Weil ich will eigentlich nur die Mission machen, die man machen muss. So, das ist so ein Baum. So, müssen wir diese Mission machen? So, ich glaube, die müssen wir schon machen, Leute. Ja, machen wir doch einfach. Ist doch wurscht. Doch. Machen wir jetzt einfach mal. Darf ich mir mal aussuchen, wen ich nehme? Ja, darf ich. Sehr geil. Okay, dann nehmen wir natürlich nicht Ironheart, weil das war der, den ich nehmen wollte. Ratchet kann ich auch nicht nehmen, doch nicht. Okay, sehr gut. Ja, dann nehmen wir halt Opti. Warum nicht? Wenn Optimus kämpfen will, dann kann er kämpfen. Okay, lass mal ihn seinen Spaß. Bei ihrem Angriff auf die Ölraffinerie haben die Decepticons die Funkanlagen von Nest zerstört. Diese Anlagen müssen gefunden und sofort repariert werden. Ja, Sir, Mr. Prime, Mr. Opti, Mr. Ding, großer Roboter. Okay, dann klettern wir auf Gebäude hoch. Und schauen wir mal. Jetzt muss ich mir die Fähigkeit nochmal anschauen. Ah ja, das Schild war seine Fähigkeit. Stimmt ja. Bringt uns irgendwie nicht so viel. Außer, dass ich hier gerade flambiert werde von der Seite. Und es mir wurscht ist. So, bam! Komm, hä? Achso, wenn ich das Schild berühre, kriege ich einen Elektroschock. Wie blöd ist denn das? Warum kriegt er einen Elektroschock? Habt ihr den? Oh, das war ja der wunderschöne Kill hier. Da springt er runter und gleichzeitig haut er da den Decepticon weg. So, wenn das nicht toll war. Okay. Höp! Opti! Weg mit dir da unten auch. Und das Ding ist. Passt. So, darf ich ran? Ja, dankeschön. So. Mach, was du immer machen willst mit deinen Hoverstrahlen, Optimus. Seit wann kann der das bitte? Wusstet ihr, dass Optimus das kann? Ich nicht. Aber egal. So, hüpfen wir da an die Wand und auf das Schild wieder. Hä, kriegen wir jetzt keinen Elektroschock? Haben wir vielleicht den Elektroschock vorher doch durch was anderes bekommen? Gute Frage, würde ich mal sagen. So. Aktivieren wir wieder unser tolles Schild und boxen die Leute weg. Da fliegt er runter. Warum kriegen die Gegner eigentlich keinen Fallschaden? Das wäre eigentlich ganz geil. So, was verwandelst du dich? Achso, der ist zusammengebrochen. Ich dachte, er verwandelt sich in irgendwas Tolles. So.
Bam! Bam! So, Hammer dead und das nächste Geschütz ist hier frei. Hä, warum das... Hä? Okay, und warum ist das nicht neben mir frei? Da, wo ich alle Gegner besiegt habe? Ich frag jetzt einfach mal nicht nach. Will ich diese Antwort wissen? Das ist so eine philosophische Frage, denke ich mal hier. Eine rhetorische Frage, auf die es keine Antwort gibt. So, so, wo sind die bösen Decepticons? Hui! Egal, wo sie sind, ich mach sie fertig mit meinem coolen Gehüpfe hier. So. Boah, da bricht dadurch alles durch und macht wahrscheinlich mehr kaputt, als die Decepticons jemals kaputt machen wollten. Aber egal, das ist wert. Das wird gebraucht, um die Menschheit zu schützen. Was hat hier gerade, ich glaube, Ratchet gesagt, wir machen so viel Kollateralschaden. Nee, gar nicht. Wir gehen in eine Ölrefinerie und ballern da, was das Zeug hält. Nee, wir machen nur nichts kaputt. So, bleib hier, bleib hier, bleib hier. Oh! Du nervst, weißt du das eigentlich? So. Komm, ja, es muss mir nicht immer so 5 Minuten zeigen. Da ist das Geschütz. Das Geschütz musst du reparieren. Das würde ich auch alleine hier merken können. Okay. Repariert. Jetzt fehlen noch zwei Satelliten, meine ich. Hoffe ich mal. So, wieder durch alles durchgebrochen. Gehüpft. Verwandelt. Das ist echt geil, Leute. So, hüpfen. Verwandeln. Das macht Spaß. So. Noch ein bisschen Geballer hier. Hüpf. Okay, wir machen jetzt öfters den Schuss hier. Können wir nicht schnell weghauen, hoffe ich jetzt mal. Und geht tot. Und was ist der nächste bei dir? Bringt dein Headshot nicht so viel, oder? Ah, doch, hat mehr abgezogen. So, weg. Und weg. Und weg. Und aktivieren wir einfach mal unser Schild. Optimus leuchtet immer so blau, das gefällt mir. Das sieht so merkwürdig aus, gell? So. Und weg. So. Das dritte Geschütz. Eins sollte noch fehlen. Und dann haben wir es auch schon wieder geschafft hier. Eine Mission, von der ich keine Ahnung habe, ob wir sie wirklich machen sollten oder nicht. Aber egal. So. Whee! Kletter, Opti, mach die Gebäude kaputt. So wie sich das gehört. Das Gehüpfe ist so cool. Und dann slidet er immer so ins Gebäude. Und das sieht eigentlich auch ganz geil aus. So. Wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Der kleine süße Decepticons hier. Oh, da wieder hochklettert. Kommt er überhaupt an mir vorbei? Er hatte was so zu klettern, aber kam nicht an mir vorbei. Nett. Oh nein, nicht verwandelt. Ob die nicht. Boah, hast mich jetzt echt eiskalt hier runtergeboxt? Nee. Dafür gibt es keine Gnade. Hier, mein Mister. Dafür gibt es keine Gnade. Mich runterboxen. Komm und fertig. So. Gut, haben wir es geschafft. Ja, komm. Ich weiß, dass ich in Overdrive-Mode bin. Okay. Aber jetzt würde ich da lieber hochklettern und in dieser coolen blau-schwabernden Hülle das aktivieren. Okay. Und das war's da jetzt mit der Mission. Oder? So, 415. Gold haben wir bekommen. Ist das nicht schön? So. Die Welt ist um ein Stückchen sicherer, hoffe ich jetzt mal. 415 Gold, insgesamt 4 Kampagnenpunkte und 20 eliminierte Gegner, Spezialattacken 15 Treffer, 127 von 339 haben wir Ziel gefunden, 37% Genauigkeit und bei den anderen 13 von 24, insgesamt 54%. 39 insgesamt und 1000 Energon. Ganz okay, würde ich mal sagen. So, jetzt werden wir gleich sehen, ob das eine wichtige Mission war, weil dann sollten hier wieder unsere Freunde irgendwas Spannendes zu sagen haben. Die Menschen haben gelernt und sowas. Und Decepticons nicht. Alle Nest-Kommunikationsanlagen sind voll funktionsfähig und die Raffinerie ist gesichert. Alle Gegner eliminiert. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so schnell so viel schaffen würden. Unser Tempo ist beeindruckend. Das habe ich schon in der Fliegerschule gelernt. Schlag hart zu und schnell. Jetzt ist die Zeit gekommen, Jetfire zu folgen. Wir werden uns auf Ägypten konzentrieren. Ich habe eine Mission gemacht, jetzt sagen sie, ja, passen. So, dann gehen wir mal wieder rein. 30.000, was holen wir denn? Ich weiß es nicht.
Ich würde sagen, Spezialfähigkeitsabkürzung, ja, des Hummers. Na, habe ich zwar kein Stück drauf gedruckt, aber gerne hau meine Punkte da unten rein. So, Fahrzeugwaffenabkühlung. Fahrzeuge überhitzen, Auflagschaden. Brauchen wir nicht. Ich würde sagen, danach gehen wir auf Waffenüberhitzung hier. So, speichern wir nochmal kurz. Und ich würde sagen, Leute, im nächsten Part geht es dann hier in die Ruinen von Kairo. Bis dahin müssen wir aber einen kleinen Cut machen. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.